Hallo, mein Name ist Gomer und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Uncharted 4. Yo, wir sind hier in der Höhle von Avery und erleben quasi den Abstieg von Henry Avery. Und wir gucken einfach mal, was es so sonst noch gibt in dieser Höhle. Also wir haben schon einiges hier erlebt. Also ein paar Leute von Dingsbums Shoreline sind natürlich am Start. Und wir haben auch ziemlich viele krasse Sachen erlebt, die hier einfach nur von den Wänden und von den Decken hängen. Wie zum Beispiel hier diese Kiefer. Das sind alles die Leute, die über ihn geredet und gelästert haben. Das war jetzt irgendwie nicht so geil. Jetzt einfach mal hier irgendwo rum. Hallo. Hey. Hi. Es geht also einmal rund? Sieht yep. So aus. Bin mir gerade nicht sicher. Es geht einmal rund. Das heißt, wir müssen wohl irgendwo anders hin. Warte mal ganz kurz. Ja, genau, hier war das, genau. Hier wollten wir durch, in der letzten Folge. Und hier gehen wir jetzt natürlich auch durch. Hier gab es einen ziemlich dicken Fight, so Avery wahrscheinlich gegen die Sieg. Ja, das war nicht so schön. Und hier ist das Tor, was wir in der letzten Folge öffnen wollten. Dann sind wir auch wieder am Stand der Dinge. Los geht's, Tür öffnen. Oh. Da ist ein Schlüssel. Den werden wir wahrscheinlich irgendwann gebrauchen. In der näheren Zukunft, hoffe ich. So, was hat derjenige so geschrieben? Lieutenant Barton. Stammt von Two und seine Leute. Avery bereitet in diesem Moment seine Flucht vor. Wenn wir zulassen, dass er diese Ufer verlässt, wird er sicherlich verschwinden. Schnauze. Gemeinsam mit unserem Schatz. Dieser Generalschlüssel öffnet die Tore in den Tiefen seiner Tunnel, aber seid achtsam, Lieutenant. Er wird zweifelsohne erwarten, dass wir ihn verfolgen. Während ihr und eure Männer die Tunnel durchkämmen, werde ich ein kleines Kommando durch das Tal führen, um ihm den Fluchtweg abzuschneiden. Falls Gott uns einen Sieg gewährt, werden wir morgen bei Sonnenaufgang wieder Piraten sein. Wir werden wieder zu unbekannten Häfen segeln, mit dem Schatz in unserem Besitz, dem Wind in unseren Segeln und der Freiheit zu leben, wie es uns beliebt. Ja, das ist eigentlich eine geile Zukunft, so muss ich sagen. Hier hinten sind Symbole drauf. Okay. Dann suchen wir mal das Schlüsselloch. Death to those who stay from the path. Tod denen, die vom Weg abkommen. Okay. Was heißt das? Wird wahrscheinlich das nächste Rätsel sein. Wahrscheinlich können wir nicht nur einfach den Schlüssel benutzen, sondern müssen auch da irgendwie was machen. Naja, das heißt auf jeden Fall, das ist eigentlich ein cooles Leben, ne? Die Piraten waren ja eher, das waren ja Freibeuter und die hatten ja alle Freiheiten, ne? Die konnten leben, so wie sie es wollen. Mussten nur hin und wieder mal irgendwen beklauen. Ach man. Och nö. Geht dir in Luft auf? Das war so klar. Ich bin okay! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, Alter. Also das andere Viech habe ich nicht erwartet. So, dann mach mal, triggern wir auch noch das hier. Oh. Wow. So, wer will noch getriggert werden? Seid ihr alle weg hier? Ja, hoffentlich. Eigentlich müsste der ja jetzt noch kommen, ne? Was ein Scheiß hier, ne? So. Jetzt pass mal auf. Wir sind ja von hier gekommen irgendwo, ne? Von wo sind wir gekommen? Von hier, glaube ich. Ja, von hier sind wir gekommen. Jetzt gehen wir mal alles durch hier. Elena, die Leine. Hier könnten wir hoch. Wo kommen wir denn hier hin? Hä, sind wir von hier gekommen? Ach so, nee, wir sind... Ne, jetzt geht einmal die Runde. Okay. Dann brauchen wir da also nicht mehr lang. Könnten wir hier lang gehen und natürlich hier lang gehen. So, hier gucken wir uns nochmal um. Okay, hier ist alles weg. Kein Schatz da. Okay, dann kann es ja nur noch eine Richtung geben und zwar hier. Da gehen wir natürlich lang jetzt. Die werden doch eh gleich in die Luft gehen. Gut, dass die manchmal erst so spät getriggert werden. Bist du jetzt? Nein? Und du da? Vertrauen war für den Kerl echt ein Fremdwort. Ja.
Also Avery ist echt ein bisschen creepy unterwegs gewesen. Wow. So. Okay, hier geht's runter. Ja, machen wir mal. Wow, 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 wow. Wow. Okay. Das kam unerwartet. Alles klar. Aber wie kommen wir denn da weg? Kommen wir denn da weg? So, die explodieren alle. Müssen wir relativ schnell sein, ne? Wow. Wow, 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 wow. Spring weg. Wow. Was ist das? Sehr elegant. Alter. Okay, das war heftig. Aber jetzt dürfte ja alles hier weg sein, ne? Um Gottes Willen, ey. Um Gottes Willen, das kann doch keiner ahnen. Wäre ich direkt beim zweiten Mal auch fast gestorben. Das ist ja heftig. Ja, hier geht's natürlich weiter, ne? So, ich hoffe, ich komme jetzt... Naja, aber hier... Hier geht's nicht so ab, Gott sei Dank. Was ist das? Blubbert das? Kommt von oben. Ja, von oben tropft es wahrscheinlich. Was ist hier? Nicht ganz so schaurig wie die ganzen hängenden Knochen. Na, nicht ganz so. Noch schaurig. Ja. Ja, vielleicht 3 von 10 Punkten. Ich sag dir. Gruselig ist es schon noch. Mhm. Mhm. So, was haben wir hier Schönes? Auch nichts Dolles. Also so langsam vermisse ich meine Schätze, ne? Ich vermisse meine Schätze. Ah, danke. Als hätte das Spiel das gehört. Schön. So. Das Plätschern ist irgendwie ein bisschen gruselig. Ja, dann müssen wir da lang. Alter, diese Höhle ist echt creepy, ne? Oh, ich hab Druck auf den Ohren. Ja, es geht eindeutig runter. Ich weiß nicht, ist runter jetzt gut oder ist runter jetzt schlecht? Bin mir da nicht ganz sicher. Oh shit. Okay. Noch eine Todesfalle. Noch eine Todesfalle, ja. Keine Fußspuren hier. Ja, das ist nicht so wild, weil. Guck mal auf die Symbole. Wir hatten hier doch Symbole drauf. Ich denke mal, das wird es gewesen sein. Diese so. Entsprechen denen auf den Posten. Ja, richtig. Tu hat seinen Leuten erklärt, wie sie die Fallen umgehen. Also, Totenkopf ist der Tod rechts unten, Kreuze ist der links oben und beim Schiff unten. Also oben sind die Tode, okay. Was haben wir denn zuerst hier? Also, Kreuze ist es rechts. Und bei dem, da muss ich nochmal nachschauen. Genau, wir dürfen nicht auf den hier, der... Oh, wo? Oh, wo Elena direkt draufsteht! Geh weg da! So. Oh. Okay, ich habe auf die Symbole jetzt gar nicht geachtet. Dass die ja verkehrt herum sind. Ach, leck mich doch. Dann hatte er recht. Nee, dann hatte Elena recht. Müssen wir so. So. Kreuz. Ist da die Richtung? Also es ist hier richtig. So, jetzt sind wir am Schiff. Schiff, oberhalb des Schiffs ist tot. Okay. Da hinten ist in der Reihenfolge... Dann können wir tatsächlich... Da drauf das gehen war ein guter Anfang. Und da Folge drauf gehen. Einfach, okay? Sei bloß vorsichtig. Ich so, bin Schiff. Immer vorsichtig. Wir sind jetzt am unteren Schiff. Da ist es gut. Der jede Mumienbombe hier unten ausgelöst hat. Ja, weißt du, ich habe nicht viel Erfahrung mit Mumienbomben. Danke. So. Direkt hier vor mir ist es frei. Allerdings können wir da nicht so einfach lang. Und da sind Kreuze, da können wir auch nicht. Okay, das heißt, wir müssen hier einen weitergehen. So weit, so gut. Ja, so, hier ist noch ein Kreuz, dann können wir hier drauf. Wer weiß, was passiert. Ja, stimmt.
Habe ich es richtig gesehen? Rechts unten, ne? Ja, dann können wir jetzt einfach hier durchgehen. Ja, so. Geschafft. Perfekt. Leck mich, Avery. Die geht einfach mal so drüber. Ist unfassbar. So, schöne Todesfalle. Gut gemacht. Dann geht's hier weiter. Da kommen wir raus. Bist du dir sicher? Werf doch nicht deine Dings weg. Alter. Oh Gott, ist das der Rest von Tus Leuten? Ja, sieht so aus. Avery hat ja an seinen Feinden gerne ein Exempel statuiert. Alter. Und er bastelte gerne explodierende Mumien. Ja. Lass uns hier vorsichtig sein. Boah, wie krass ist das denn? Okay, explodierende Mumien. Wir müssen hier ein bisschen aufpassen. Ich denke mal, das könnte ein Rätsel sein. Wie wir am besten hier durchkommen. Aber ich denke mal, wir gehen jetzt einfach mal hier so. Ja, das war in Ordnung. Keine der Dinger springt in die Luft. Okay. Dann machen wir das Ding hier auf. Und wir haben natürlich einen Schlüssel, ne? Erinnerst du dich, Nate? Brauchst gar nicht versuchen. Da ist ein Schlüsselloch. Komm. Schlüssel. Warte. Wenn es eine Falle ist... Ja, aber ich fürchte, wir haben keine andere Wahl. Aber ich habe ein ganz gutes Gefühl. Mhm. Ich bin mir da nicht so sicher. Dann los. Oh, shit. Siehst du? Wenigstens wurden wir nicht in Stücke gesprengt. Mist, du hast nicht zufällig ein Messer dabei, oder? Nein. Oh, aber der da hat ein Schwert. Los, hilf mir, Schwung zu holen. Wie passend, dass sie so zusammen da rumhängen. So. Oh, das ist natürlich richtig mies. Ach, komm, ein bisschen. Ein bisschen noch. Und? Verdammt. Oh, shit. Komm. Yes! Komm. Schneide schneller, Nate. Schneide schneller. Oh, wir fliegen gleich auf. Komm, pusht euch. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh Gott, 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 oh shit. Oh fuck. Weiter. Weiter. So gefällt's den beiden doch an. Besten, oder? Wenn sie da so liegen. Danke, Captain Avery. Wie in alten Zeiten. Was ist mit Elena? 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 Nein. Nein. Hey. Elena, komm schon. Elena. Mein Held. Nein, das glaube ich nicht. Nein, das ist nicht witzig. Du hast doch schon viel Schlimmeres angestellt. Mann, ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen. Lass mal hören. Oh, süß. Hört sich doch gut an. Dir ist klar, dass wir jetzt für alles quitt sind, was ich je angestellt habe, ja? Ja, das glaube ich nicht. Alles. Nein. Definitiv nicht. Mal ansatzweise. Mann, du hast überall Dreck. Oh, wie süß. Weißt du, dass du eine komische Vorstellung von Romantik hast? Ja, das habe ich schon mal irgendwo gehört. Alles gut? Alles gut. Aber ich fürchte, das ändert sich gleich. Komm. Wenigstens bedeuten die Schüsse, dass er noch lebt. Für
fürs Erste. Kapitel 20, kein Entkommen. Und ja, wie gesagt, ich denke mal, das ändert sich gleich, dass alles gut ist. Denn wir werden jetzt weiterkommen und so langsam nähert sich auch das Spiel dem Ende, schätze ich. So, ich werde mal hier rüber springen. Mal gucken, was da so geht. Wir hätten hier auch einfach hochgehen können, ne? Okay, alles klar. Naja, halb so wild. Wir können ja jetzt vielleicht von hier das Ding da erreichen. Upp. Ist das Wasser da unten? Nee, was ist denn das da unten? Das Komische. So. Hier geht's weiter hoch. Oh, shit. Oh, shit. Elena, das musst du sehen. Warte mal. Elena, das musst du sehen. Guck dir das mal an. Alter. Sind das die alten Schiffe? Das ist ein Schiffsfriedhof. Sind das die Schiffe der Kapitäne? Boah, wie heftig. Das ist ja ultra geil. Warte mal. Ist da ein Gegner? Sieht nach Gegner-Aim aus. Yay. Vielleicht kommen wir hier runter. Ja, sieht sicher aus. Ja, das sieht total sicher aus. So, da oben. Willst du mit, Elena? Oh, das war... Das war knapp. So. Alter. Naja, sicher ist was anderes, ne? Aber wir kommen zumindest wahrscheinlich weiter hier. So, komm. Push dich. Ich hab ein bisschen Gas hier. So, da oben will ich mal hin. Aber warum die auch dauernd mit Dynamit arbeiten müssen, die Spacken? Was ist denn mit denen los? So, kann man da irgendwie hoch? Nee, ne? Schade eigentlich. Naja, dann gehen wir mal da rüber hier. Hui! Ah, guck mal, da ist das Symbol von Avery. Das sind also tatsächlich die Schiffe von denen. Und wir kommen so langsam wirklich näher. Da ist Shoreline schon mal. What? Sam! Komm, wir müssen zu ihm. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, das war schlecht, dass wir das gemacht haben. Ja, das war super schlecht, dass wir das gemacht haben. Wir hätten die gar nicht abschießen brauchen. Ich muss irgendwie zum Strand. Ich muss irgendwie zum Strand, alles klar. Spring rüber! Alter. Ah, okay. So schnell brauchen wir dann vielleicht nicht zum Strand. Von wo schießen die jetzt? Von wo sind die Schüsse? Wo schießen die denn noch? Oh. Wow. Knapp. Ultra knapp. So. Oh shit, wir müssen runter, 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 runter. Wo, 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 wo.
Weiter. Ja, der ist weg. Wir müssen irgendwie weiter hier kommen. Schnell. Ah, fuck jetzt. Fuck. Wohin? Vielleicht dahin. Ah, ich weiß nicht wohin. So eine Scheiße. Ich weiß nicht wohin. Wo, von wo? Alter. Oh, shit. Komm. So, ich spring wieder hier hoch. Oh. Schnell weg von dem. Alter. Was ist denn los mit ihm? Boah, den kriege ich nicht platt, ne? Den kriege ich einfach nicht platt. Oh, lol. Das ist ja nicht auszuhalten hier, ey. So, da hinten. Da müssen wir hin. Da werden wir jetzt auch hin. Ich schmeiß einfach jetzt mal eine Granate. Oh. Komm. Das ist ja übertrieben. Das ist vollkommen übertrieben. Ich werde jetzt gleich sterben. Ja. Oh mein Gott. Wie heftig sind die denn? Okay. Ich glaube, das sind so viele Gegner. Ich glaube, das kriege ich gar nicht hin so. Echt jetzt? So. Mann, was ist denn das? Warum ist das so schwer? So, machen wir nochmal. Das war schon gar nicht so schlecht eben. Oh Gott, oh Gott. Ey, warum? Von allen Seiten! Okay, wir machen jetzt mal ganz in Ruhe. Wir machen jetzt erstmal die platt. Hey, er ist links von dir. Echt jetzt? Da. Wir machen jetzt alles ganz gut. Auszuhalten. Wo sind die jetzt? Oh. So, ich hau vor dem ab. Der ist ja eh nicht so schnell. Komm, schnell. Sehr gut. Weiter. Wir können sowieso nicht. Whoa!
sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ach, hier können wir nicht weiter. Fuck. Okay. Haben wir es durch, oder was? Puh. Aber wo könnte der Bruder sein? Und ich würde sagen, wir suchen jetzt den Bruder und... Ja, wir beenden erstmal die Folge und dann suchen wir den Bruder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst dann eine Bewertung da, lasst ein Abo da, wenn ihr weitere Folgen nicht verpassen wollt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wo es dann weitergeht. Hier und jetzt. Macht es gut, ciao. For those who prove worthy, paradise awaits. Took a long time for him to get out of this game. He's meant for this life. Oh, oh crap! Last I checked, we're all a bunch of thieves digging around where we shouldn't. Shame we're not on the same side. I am a man of fortune, and I must seek my fortune.